Der japanische Rapper Ko pfeift auf Benimmregeln und Verhaltenskodex. Damit eckt er in seiner Heimat natürlich an. Und seine Texte machen es nicht besser. Er erzählt von der amphetaminsüchtigen Mutter, davon, dass der Vater aus dem Fenster sprang und von seiner kriminellen Vergangenheit. Der 26-jährige Yuki Chiba, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, kehrt nichts unter den Teppich. Aber was genau hast du denn angestellt, Ko? Ich habe meiner Oma Geld geklaut. Aber danach fühlte ich mich richtig schlecht. Ich war ein Dieb. Wenn ich Hunger hatte, klaute ich etwas zu essen. Wenn ich Kleidung wollte, klaute ich die. Natürlich auch Fahrräder. Geboren 1990 im Großraum Tokio, wächst Yuki Chiba in einer der riesigen japanischen Trabantenstädte auf. Er ist 3 Jahre alt, als sein Vater sich das Leben nimmt. Und da seine Mutter depressiv und drogenabhängig ist, wird Yuki von seinen Großeltern aufgezogen. Seine Jugend besteht aus Graffitis, Festnahmen und Tattoos. Das erste hat er sich mit 14 selbst gestochen. 2012 wird aus Yuki Ko. Unter dem Nachnamen seines Vaters veröffentlicht er sein erstes Mixtape, auf dem auch sein kleiner Bruder Lil Ko zu hören ist. Meine Mutter ist krass unterwegs. Ich wusste nie, wo sie war. Manchmal kam sie nach Hause, manchmal nicht. Mit 15 rauchte ich mit ihr Gras. Weil sie meinte, rauch doch mal was. Ich dachte, was? Naja, okay, ich probier's mal. Also rauchten wir einen Joint und hatten sehr viel Spaß. Jeder hat normale Eltern. Meine waren ein bisschen anders. Aber das ist eben mein Normal. Ob er ins Fettnäpfchen tritt, wenn er Frauen mit Süßigkeiten verziert, ist Ko ziemlich Banane. 2014 nimmt der Rapper mit DJ Solja den Titel Eid auf, indem er seine Vorliebe für Vaginal-Tattoos gesteht. Der Allrounder hat aber auch ein Faible für den Maler und Bildhauer Marcel Duchamp, dessen Rudebicyclette auf Ko's Wade prangt. Mein Lieblingstattoo ist das hier. Kojiro. Eine Manga-Figur. Eine Art Hund. Aber irgendwie ist es doch keiner. Ja, ich mag ihn. Oder sie. Keine Ahnung. Dank dieses Features für den koreanischen Rapper Keith Ape erweitert Ko 2015 seinen Wirkungskreis im Netz. Das über 28 Millionen Mal angeklickte Video zu Ichima wird sogar in den USA ein echter Hit. Auf seiner ersten Europatour tritt Ko auch in Paris auf. Ko gehört für mich zu den besten japanischen Rappern im Bereich Trap-Music. Ko's Publikum in Frankreich ist ein ganz anderes als das der anderen japanischen Musiker, ob Rapper oder nicht. Zu seinen Gigs kommen vor allem Japan-Fans. Bewundernswert, das hat noch kein anderer Japaner vor ihm gemacht. Früher wollte ich eine Legende werden. Aber inzwischen scheiße ich drauf.